Ja, servus Leute, DPT hier, heute mit John und mir. Es geht um die German YouTube League und zwar haben wir einen reingeschickt, der Deathrow nicht unter Kontrolle hat. Er ist richtig am Verzweifeln, er ist heute nicht mal da. Und weißt du, um wen es sich handelt? Ich weiß nicht, um wen es sich handelt. Nico. Nico? Ja. Echt jetzt? Ja. War das Match geil, ich hab's nicht angeschaut. Dann schauen wir es uns jetzt mal an. Leute, heute TVT mit Chong und mir. Und zwar geht's um die German YouTube League und jetzt schauen wir uns mal Duell jetzt an. Wie ihr wisst, Nico steht 0-1, er will alles wieder gut machen. Selbst wenn er gewinnt, 1-1 ist wirklich nicht gut. Er hat Negativscore. Der gar nichts. Wer ist dran? Wer ist das überhaupt? Der Gegner. Gegner. Fängt mit, oh mein Gott, direkt die Mais an. Oh mein Gott, Satella! Deck, Mann! Oh mein Gott, der neue beste Satella-Spieler. Aber eigentlich wusste ich schon vorprogrammiert, dass er gewinnt. Oh mein Gott. Richtig saftig Satella, 5 Set. Geil. Oh mein Gott, Duft. Duft alles, Twin Twister Chain. Twin Twister Chain. Oh, der Schadol, hat der gespielt. Oh mein Gott. Richtig, richtig gut. Kommt drauf an, er braucht jetzt Backup. Braucht Altair, Call, irgendwas. Er hat alles, Mann. Tellerspieler haben alles. Goblin. Allein, dass er Nova und Duft hat. Goblin. Alter, was hat Nico gespielt, Mann? Ich weiß es nicht. Ihr seht, wir wissen selber nicht. Goblin Bird, Shadol. Was ist das? Chicken? Nein. Fairy Tail Snow. Ah, Minerva. Turbo, Reizmann oder was? Oh mein Gott, wie perfekt er gemildert hat. Kein Kommentar, Mann. Er hat Wolf und Felice gemildert. Kein Kommentar. Er könnte jetzt Synchro machen oder nochmal auf Minerva gehen. Hätte jetzt noch Lumina, wäre es noch geiler. Also schaut doch eigentlich ganz gut aus. Fette Monster, Teil hat Probleme, Satellite rüberzukommen. Selbst. Omega. Oh mein Gott. Omega hat's. Also jetzt wäre doch die Spiegelkraft Endkraft, die ertränkende. Ja, aber. Kommt die jetzt? Nein. Oh mein Gott. Gegen den Schaden, okay. Satellerspieler hat nichts. Das war aber krass. Allein Glück gab er Müll. Genau, echt saftig gemüllt, Mann. Face, Mann. Gegner zieht. Hat er keinen Call aktiviert? Fuck, verklickt. Ah, okay. Das heißt, er hatte einen Call verdeckt gehabt. Nein, Nico hat sich verklickt. Was? Weil er hat Omega-Effekt nicht gemacht. Ja. Also. Hat jetzt den einfach aktiviert von der. Aus Versehen. Oh mein Gott, tot. Oh mein Gott, der Gegner so, das tut weh. Ich muss jetzt ihm Karten banishen, um die zu specialen. Oh mein Gott. Guter Leitzonenspieler, beste Free-Top jetzt schon. Leide nicht, Nico, leide nicht. Hey, okay, Missklicks passieren schon manchmal. Aber wie kannst du auf dein Grave gehen, missklicken und Effekt aktivieren? Das sind ja mehrere Missklicks. Unukalai, Omega Effekt, wenn ich halte hier, Pot. Oh, Ida, Nova, krass. Zack. Ich kann es immer noch nicht glauben, ey. Das ist ein als Lightzone-Spieler. Ja, ist so geil. Geiler Effekt mit Erba, geht schon ab. Ich will nochmal ein paar Lightzones. Wenn es durchkommt. Problem ist, Satella hat echt Probleme gegen Minerva. Schau, jetzt kann er trotzdem 3 Millionen und wieder Anzahl zerstören. Oder? Ja, genau. Ja. Oh mein Gott, Schuss auf sein Leben jetzt. Schuss auf alles. Alter, er hatte Oase und alles. Was hat er nicht aktiviert? Damage Step. Wann denn? Er hat Memphis 1 gemacht. Oh mein Gott, es war Memphis 1. Beide Spiele Top Profis. Egal. Ich kann jetzt auch mal auf Minerva gehen.
Er hat nur eine Set, er kann doch für Game angreifen. Kann jetzt auch nochmal auf Minerva gehen. Okay, sogar Lumina, jetzt macht er auch Effekt. Kann er auf Layla holen. Layla Schuss. Ja, Exit auf 4. Müsste Game sein. Ja, wie ich es mir gedachte. Oh mein Gott. Hoffentlich hat er auf die Verdeckte geschossen. Nico, gleiche Gedanke wie wir. Sag mir nicht, er schießt auf Duft und dann rennt er in irgendeine. Jetzt kommt TT von unten. Ja, also er schießt auf die Richtung. Also Missklick auf Duft. Ja, oh. Da kommt Alter hier. Kann er sich retten, ist die Frage. Klar. Er braucht jetzt viele Monster, damit er nicht an Schaden stirbt. Dann kommt Dings, Deneb. Deneb macht wieder Effekt auf Alter, auf sich selbst, also holt sich wieder aus dem Deck. Ja, nur noch 3-2 Leben, gell? Ja, es geht ja darum, er schafft den OTK nicht. Ja, nein, doch, er hat Level 4 Exit. Ja, ist OTK. Nein, was redest doch. Du? Oh mein Gott, wieso Endphase? Oh mein Gott, Timeout. Timeout. Oh mein Gott, Nico! Das waren doch offensichtliche Züge jetzt. Castell, Schuss auf Monster, Angriff, Angriff, tot. Ja. Das war jetzt Timeout dann? Ja, da kann ich so lange überlegen. Was hat er jetzt überlegt? Er so, fuck Death, Bro. jetzt kommt der Trevier. Moment. Jetzt kommt's. Oh mein Gott, schaut richtig nach Trevier aus. Richtig saftig. Oh mein Gott. Vega, Alter, hier. Unglaublich, echt. Einfach verschenken. Ja. Oh, trifft die richtige. Er hat eine getroffen. Aber er hat so Alter hier getroffen. Heute, er hat echt kein Trevier rausgebracht. Jetzt kommt doch kein Trevier. Ja, er hat Dings Alter hier getroffen. Mit Omega Endglück gehabt. Oh mein Gott! Chongs Special Tech Karte. Angriff. Main Phase 2, Exit zu Trevier! Lohnt sich überhaupt Trevier jetzt? Ja. Lohnt sich gar nicht. Ja. Wieso? Weil du hast dann links ein wenigstens ein starkes Exit-Monster. Kann mit Omega scheißegal sein. Weil du hast nichts auf der Hand. Ja, stimmt. Du kannst ihn noch abwerfen. Dann hat er nur noch Omega. Und wenn er stirbt, dann ist echt scheißegal. Oh mein Gott. Nico kann wieder den Banish-Effekt machen, oder? Lohnt sich. Special serbische Tech-Karte. Hab ich echt noch nie sowas gesehen. Fairy Tail. Fragst halt Omega, Mann, wie kriegt man den weg? Trevier, scheiße, brauchst du gar nicht. Das war jetzt ein Fehler von Nico, dass er angegriffen hat. Er tut sich Vega, Special Dings. Was soll er sonst machen? Special. Lightzone kriegst du den nicht, nur über Teile. Hätte es ganz anders gemacht. Ja, wie denn? Achso, er hat Vega im Deck oder hat er einen Grave noch gehabt? Jetzt Vega geholt, Alter, ihr. Er hätte einen auf der Hand, ein Alter, ihr. Hätte jetzt drei Monster gehabt im Feld. Alter, wieder die serbische Special Tech Karte. Hätte sich noch ein Ding zu tun. Nico überlegt wieder sehr lange. Aber er hat ja keine Option, was du überlegt hast. Kein Wunder, dass er mal in Times kommt. Oh mein Gott. Stopp. Da war gerade ein Disconnect. Wer hat... Nico. Rage Quit. Oh mein Gott, tot. 1-1 steht's. 1-0. Nico fängt an mit Sora Richard Set 2. Heute, was ist hier los? So, dann setet Light 2. Ja, wahrscheinlich, wie heißt das, dieses Licht da? Verlockendes Licht oder so verdeckt. Oh, der Nova direkt. Ganz ehrlich, ich finde mein Lightzone-Bild jetzt schon viel besser. Mit der Speedroid Engine. Speedroid? Das ist auch 4er kommt.
Einfach direkt. Jetzt Set 4. Die hat immer ein bisschen. Negativ. Man hört uns. Man hört uns schon. Man hört mich schon. Oida, Endface, Twinfister. Was ist gegangen? Nova oder irgendwas? Okay, Twinfister war schon saftig. Das muss doch Nico jetzt gewinnen. Ja, bestimmt eine Brick Hunt. Oh mein Gott, er überlegt schon wieder so lang. Was ist da los, Nico? Vergiss nicht, das ist zweieinhalbfache Geschwindigkeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Nico, der Zug war endschwer. Ja. Dafür hast du 2,5 Minuten Dragon gebraucht. Angriff. Ja, ganz ehrlich, wie will der Zettel jetzt schon zurückkommen? Das geht schon. Auch wenn es nur 1-9 ist. Was redest du, Mann? Wir haben Entry-Option. Urukalai, wie ihr seht, Chong verteidigt sein Deck und nicht Nico. Nico, tut mir leid, aber du hast echt zu lange gebraucht. Oh mein Gott, Call. Call, Alter, hier, Dene, bumm, holt sich nochmal Alter hier auf die Hand, Trivia, wuuu! Kommt bei dir nicht da Gefühle hoch, wenn du ganze Trivia und so siehst? Was? Kommt bei dir nicht Gefühle hoch? Natürlich, Mann. Okay, Break Frisco war nicht schlecht. Wenn jetzt der neue Dings draußen wäre, der neue Satella Monster Exceed, der wäre jetzt trotzdem mit Trivia gekommen. Aber so ist auch nicht schlecht. Zieht er nochmal 2 Karten. Nova und Call. Nächste Runde gleich nochmal 2. Speedroid Engine, Mann. Wie kann man die nicht spielen? Schon wieder die serbische Karte. Egal, er macht jetzt auf Exceed auf Dings. Was macht ihr überhaupt? Negiert Effekt irgendwie, oder Face Down. Wow, eins geil. Ganz geil, Tsukuyomi auf Tsukuyomi. Minerva Effekt. Ah, das ist Format alles dreimal, gell? Genau, jetzt. Trotzdem geht Speedroid Engine doch eins geil. Boah, wow, 3 Vega. 3 Vega schon heftig. Kann Felice eine offene schießen, oder? Monster schießt er. Offene Monster oder egal was? Ich glaube, egal welches Monster. Ja, egal welches, ich weiß es. Wie ihr seht, ist die 2,5-fache Geschwindigkeit. Nico überlegt und überlegt. Oh mein Gott, wieder Serbentech. Er hat eiskalt ohne JD gespielt. Nein, JD spielt er. Hä? Das funktioniert doch gar nicht. Keine Ahnung. Jetzt alle JDs, die jetzt zieht, sind tot. Nee, aber er hat ja doch einen Raiden im. Ja, aber er hätte den Effekt nicht gemacht, wenn er JD hätte. Echt komisch. Aber schauen wir mal. Schaut eigentlich gut aus bis jetzt für Nico. Der meint es auch gut aus für Nico. Oh mein Gott. Kriegt er wieder ein Timeout jetzt? Ja, weiß. Also Chong und ich wissen wirklich nicht Bescheid. Chong weiß Bescheid, aber er sagt nichts. Ich leide. Er leidet anscheinend. Er kommt nicht über Tsukuyomi drüber. Tsukuyomi hat 2-3. Nico überlegt immer noch. Hallo? Stopp! Was ist da jetzt wieder passiert? Gegner hat Timeout gehabt. Echt? Disconnect vom Gegner. Oh mein Gott, richtig. Beide haben Death Row nicht unter Kontrolle. Aber echt, Mann. Oh, okay, er fängt schon mal echt gut an. 3 Sets. Das ist immer ein frischer Move, Mann. Der eine Disconnect, der eine Game Loss. Oh mein Gott, Cut of the Mice. Das aktiviert aber perfekt. Oh mein Gott. Okay, Gegner hat bestimmt 100% Call. Schon bei sowas perfekte dran. Ausgangslage für Light. Gegner hat nur 5 Karten, du hast 6. Du kannst immer 1-1 austauschen, Leila, Schuss, Schuss. Irgendwas, eigentlich muss er jetzt rauskommen. So gut. Recharge. So gut, dieses Deck. Face. Call. Gehen, dann kommt wieder. Ja, jetzt ist es glaube ich vorbei dann. Jetzt kommt wieder Trivia! Alter, hier immer noch zu krass. Schlimmer als das Gewehr kommt jetzt. Oh mein Gott, sag mal, er gibt den Rongo, Mann. Nein, diesen Heroic-Champion. Ja, Rongo. Heißt, wie heißt er? Rongo Miata oder irgendwas. Einfach mal Rongo. Was war jetzt? Was ist mit Nikolus?
Er beschwert sich nur ein bisschen. Über was? Über Alkohol. Warum? Weil es nicht unter Kontrolle hat. Bei mir kommt alles zeitversetzt. Er labert. Death Row gibt's sowas nicht. So, okay, ich dachte, er gibt den Rongo auf 5. Aber, ja, okay. Volles Settlerfeld, 3 Set. Eine Call noch verdeckt, dann kommt Rongo, perfekt. Vorbei. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Oh mein Gott, doch auf 5. Krass. Schön. Nico ist direkt tot. Kann nichts machen gegen Rongo. Alter, der spielt Settler Turbo, Mann. Er hat ja auch auf Dings gegen, auf Cowboy. Er gibt er ihm doch wahrscheinlich jetzt noch. Einer von denen kann noch angreifen, gell? Echt jetzt? Oh mein Gott, Surrender! Nico, shit, Mann! Nico, tut mir echt leid. Glückwunsch für den anderen. Also, das ist echt traurig. Yungvi Chong, er kann seine Gefühle nicht unter Kontrolle. Er ist irgendwie für Settler. Aber es ist echt traurig, Nico. Ich leide mit dir. Du stehst jetzt 0-2 in der German YouTube League. Es ist echt traurig. Das wäre eigentlich 2-0 für Nico gewesen. Easy, easy. Ich weiß nicht, was für serbische Karten du da Special Tech spielst und was für ein Internet du hast. Aber wechsel's mal. Serbische Internet. Alter, deswegen ist er auch heute nicht da im FD. Er kann uns nicht mehr in die Augen schauen. Scheiße. Ich habe echt keine Worte dazu zu sagen. Sprachlos. Kein Outro.